Hallo, liebe Grüße, herzlich willkommen beim Let's Play mit Civilization 6 mit dem Add-on Gathering Storm. Mein drittes Let's Play mit diesem zweiten Add-on, nachdem es schon welche gab zu den Inka und den Phöniziern, jetzt eines mit den Mali. Zweite Folge, falls ihr die erste Folge verpasst habt, ihr findet sie über die Playlist. Und wir spielen tatsächlich auf Gottheit, auf einer Zufallskarte, einer Pangea-Karte. Ja, auf einem einzelnen Kontinent, Temperatur heiß eingestellt, Katastrophenintensität erhöht auf das Level 3, nicht das allerhöchste, aber das zweithöchste. 12 Stadtstaaten mit dabei, jede Menge Zivilisationen, die wir alle noch nicht kennen, alle anderen zufalls eingestellt und unsere Mali, insbesondere auf Gottheit, echt schwer zu spielen, denn wir haben kaum Produktionsmöglichkeiten, insbesondere nicht für Einheiten und für Gebäude. Wir müssen komplett auf Gold setzen und damit mit Gold und eventuell später nachher auch noch mit Glauben Dinge kaufen zu können. Aber das ist zu Beginn richtig schwer. Richtig schwer. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Eine Sache verändere ich noch. Wir haben ja eine Stadt hier und wir haben eine Einheit und mehr noch gar nicht. Wir sind im Begriff, hier eine heilige Stätte zu bauen. Eine Sache verändere ich noch. Ich gehe hier nochmal raus. Statt Handwerkskunst gehe ich doch auf das frühe Reich über den Außenhandel hier bei der kulturellen Forschung. Denn ich denke mir, wir werden einen Handwerker kaufen und nicht bauen. Deshalb brauchen wir diese Karte nicht, die uns die Produktion für Handwerker verbilligt. Und ich gehe vor allem ein Risiko ein und verzichte erstmal auf die Agoge-Karte, die uns hilft, Nah- und Fernkampfeinheiten, frühe Einheiten schneller zu bauen. Eigentlich ein Muss, wenn man auf Gottheit spielt, weil es so viele herumziehende, marodierende Barbarenhorden gibt auf Gottheit. Aber wir gehen mal ein Risiko ein. Mal schauen. Wir gucken mal, ob's gut geht. Es ist einfach naheliegend, denn ich würde so gerne diese Karte freischalten. Plus 50% Produktion für Siedler. Noch können wir gar nicht alles kaufen mit Gold. Irgendwas müssen wir bauen, irgendwo müssen wir was riskieren. Und wir versuchen mal, die Siedlerproduktion uns eher zu ermöglichen, als die Produktion von Militäreinheiten oder Handwerkern. Irgendwas muss man ja wagen. Hier ist erst eine heilige Stätte im Bau. Direkt danach folgt das Monument. So stelle ich mir das vor. Tierzucht schalten wir als nächstes frei, obwohl wir die kurzfristig nicht brauchen, aber die ist sicher notwendig für die Geländemodellisierung. Jagdlager und Weide, das sind die wir wohl als erste bauen werden mit dem Handwerker, wenn wir ihn kaufen, auf den beiden Feldern. So sieht's aus. Ich mache mal die Nahrungserträge an, vorerst noch, und spielen wir mit euch weiter. Wir suchen gute Wüstenplätze, wo wir unsere ersten Städte bauen wollen. Hier haben wir ein Naturwunder entdeckt, das ist schon mal ziemlich cool, aber nur leicht an der Wüste liegend. Wir haben eine Stadtstadt entdeckt, Jerewan, da haben wir schon zwei Gesandte eingesandt, da oben in Mohenjo-Daro. Wir laufen hier rauf, leicht verwundet unser Krieger, aber der packt da schon. Eine Runde weiter. Oh, den können wir killen. Sehr schön. Ja, klasse. Es gibt nochmal Erfahrungspunkte satt. Einen. Juhu, einen Erfahrungspunkt dazu bekommen. Toll, sensationell. Hoppla. Oh, ein Speer. Ausrufezeichen über seinem Haupte. Das ist ein echter Speer. Der kundschaftet uns aus. Und wenn er wiederkommt, dann kommen andere Barbaren wieder, die er jetzt gleich, denen er gleich Bescheid geben wird. Hier liegt die große Wiege, kommt und plündert die Stadt. Das ist sehr, sehr uncool. Das gefällt mir sowas von gar nicht. 126 Gold haben wir, da können wir auch nichts kaufen jetzt kurzfristig an Militäreinheiten. Einen Speer kaufen, um einen anderen Speer anzugreifen, ist eine suboptimale Idee. Ein Krieger wird gerade mal 160 kosten. Den könnten wir in fünf Runden kaufen. Mal schauen. Wir spielen erstmal weiter. Ich will ja noch mehr aufdecken. Ich will wissen, wie groß die Welt hier ist. Oh, das ist schön. Die Wüste ist schön groß. Wir können da viele Städte hinpflanzen. Das ist echt hilfreich. Eine extreme Dürre bei uns in der Nähe, aber noch nicht direkt auf unserem Territorium. 4 Einwohner mittlerweile in der großen Wiege, die gar nicht wissen, wo sie arbeiten sollen. 3 Geländefelder nur, wo wir unsere Bürger einsetzen können. In der Wüste selber, da geht das ja nicht. Also das ist echt doof hier.
Wir haben auch keine Stadtmauer, mit der wir auf ihn schießen könnten. Der geht jetzt petzen. Der holt jetzt seine Kumpane. Wenn wir klug sind, laufen wir zurück und beschützen die Stadt. Wenn wir wagemutig sind, tun wir einfach so, als würde irgendwie schon alles gut gehen und decken hier noch mehr auf. Wie groß ist die Wüste? Wer weiß, wann wir hier wieder zurückkehren werden. Speer können wir hier nicht rumschicken. Dazu sind die Barbaren zu viele und zu mächtig. Vielleicht finden wir noch irgendein Barbarendorf oder noch einen Stadtstaat, wo wir dann... Ah, interessant. Ich bleib mal auf dem Wüstenterrain. Das ist ja potenziell das für uns Interessanteste. Oh, das ist schön. Die machen unsere Nachbarn aus Mohenjo-Daro, aus dem Kulturstadtstaat, klopfen ihn schon mal weich. Na gut, er war fix unterwegs. Mhm. Wie sieht's hier unten aus? Das ist echt eine schöne, große Wüste. Klasse. Nächste Runde, jetzt gleich die Tierzucht freigeschaltet. Wenn es im Himmel keine Hunde gibt, dann möchte ich, wenn ich sterbe, dorthin kommen, wo die Hunde sind. Jetzt wissen wir, wo Pferde sind, als Bonusressource, als strategische Ressource, entschuldigt bitte. Wir können die Modernisierung Jagdlager und Weide bauen. Ist hier irgendwo ein Pferd? Ein Königreich für ein Pferd oder, gar eine ganze Pferdeherde? Nee. Nix da. Keine Pferdchen. Hm. Bleiben wir hier oben? Ja. Machen wir den kalt, aber holla. Passt zwar atmosphärisch im wahrsten Sinne des Wortes schlecht. Wir sind ja hier in der Wüste. Da jemand kalt zu machen, ist komisch. Dann decken wir noch die Speerträger auf. Hätten die Chance, hinter noch einen Barbarenlager Platz zu machen. Aber wir sind ja verwundet. Wie geht es uns erfahrungspunktemäßig? Oh, wir brauchen noch eine ganze Weile, bis wir eine Stufe höher sind. Da können wir vorerst also nicht mit Erfahrungspunkten heilen. Wir haben jetzt die erste Pferdeherde, aber aufgedeckt. Nächste Forschung, Tierzucht abgeschlossen. Ja, wir wollen, ihr wisst es, wir wollen hier hin. Wir wollen aber auch die Minen freischalten. Nicht kurzfristig, aber wir werden dringend Minen brauchen. Die bringen uns +4 Gold, wenn wir die haben. Nur in der Stadt, die wir im Augenblick haben, ist da noch nichts gebacken. Wir gehen mal über, da können wir keine Minen bauen im Moment. Wir gehen mal auf die Keramik und schauen dann weiter. Es bleibt dann bald das nächste Feld in einer Runde, das freigeschaltet wird, ist die Viehherde hier. Und der Kauf, das Monument ist ihn gleich. Hier, heilige Städte und Monumente sind bald fertig. Ja, oder wir kaufen, ich vermute mal, wir werden gar keinen Handwerker kaufen. Wisst ihr, was wir kaufen werden? Wir werden einen Schrein kaufen. Also falls wir weiterhin auf Religion gehen, werden wir wohl einen Schrein kaufen, denke ich mir mal. Denn der bringt einen weiteren großen Prophetenpunkt und die brauchen wir für die Gründung einer Religion und die haben wir noch nicht aufgegeben. Noch ist keine Religion im Spiel. Keine eine. Große Propheten sind bislang, das ist der Stand ja eben schon zur Auswahl, anscheinend auch noch keine irgendwo im Spiel. Hm. Schwierige Entscheidung. Ich setze mal eine Runde aus mit ihm. Dann halte ich schon mal ein bisschen. Drei Angriffe. Dann wäre der Kollege platt. Die kriegen wir aber nicht durch. Ich setze noch eine Runde aus. Fünf Bürger gleich. Glockenspiel und Gesänge, Weihrauch und Heiligenbilder. Die heilige Stätte von Große Wiege bringt Anhänger und Pilger zur Anbetung der höheren Dinge. Drei Zeitalterpunkte für uns oder wie der
Ihr wisst es schon, wie der kultivierte und zivilisierte Zimmer zu sagen pflegt, drei Zeitarbeiterpunkte. Das Video hier erscheint als Live-Video, als sogenanntes Video in dem sogenannten Premiere-Format auf YouTube. Das heißt, bei der Erstveröffentlichung kann man das im Chat live kommentieren. Rechts vom Video ist ein Chatfenster. Falls ihr später in das Video erst reinschaut und die Premiere verpasst habt, könnt ihr euch den Chat anzeigen lassen. Rechts oben ist ein Button, den kann man sich anklicken, da kann man die auch filtern. Ich empfehle, sich alles anzeigen zu lassen. Und vielleicht kann ja einer der Leute, die im Chat unterwegs sind, den anderen mal erklären, was dieser ominöse Gag ist, den ich da immer wieder bringe mit den Zeitarbeiterpunkten. Ich selber verkneife mir das mal. Die Leute, die lange auf dem Kanal sind, wissen, welche Bewandtnis es damit hat. Jede Nation lebt vom Tausch. So, Außenhandel freigeschaltet. Damit haben wir, schaut mal da oben, einen, ist ein bisschen transparent, den ersten Handelsweg-Slot freigeschaltet. Und der ist für uns echt cool, denn unsere Mali generieren unfassbar viel Gold durch internationale Handelsrouten. Also solche, die nicht von einer Mali-Stadt zur nächsten gehen, sondern entweder zur Stadt einer großen Zivilisation oder auch zu einem Stadtstaat. Die gelten auch spieltechnisch als internationale Handelsrouten. Und außerdem bekommen wir diese Karten hier, ja, natürlich hier auf der Pangea-Karte, auf dem Pangea-Super-Duper-Kontinent, wenn wir jetzt hier Schiffe bauen. Natürlich Seefahrtindustrie, juhu, cool, dass wir die Karte haben. Händler können wir bauen, geht schnell oder kaufen, gucken wir uns gleich mal an. Wir ändern die Politik. Wir lassen drin, dass wir gegen Barbaren intensiver, besser im Kampf sind. Und lassen den Rest auch mal so, wie es ist. Alles gut so. So. Hier oben ist jetzt der Religionsdistrikt da. Und jetzt müssen wir echt eine Entscheidung treffen. Wir können einen Schrein kaufen für 280 Gold. Oh, da sind wir ein Stück weit von entfernt. Wir können einen Händler kaufen. Wenn wir einen Händler kaufen, übrigens den Boost hier für das frühe Reich, lass die Bevölkerung auf 6 wachsen, haben wir auch bald. Nämlich, erst in 20 Runden. In 20 Runden haben wir diesen Boost. Dann haben wir hier die Bevölkerung von 6. Wir haben ja durch die Wohnraumprobleme wird uns das ganz schön weggekappt hier. Das Bevölkerungswachstum. Also einen Händler sich zu holen macht Sinn, wenn wir hier hingehen auf die Währung, weil das ist genau der Boost hier, sichert, richtet einen Handelsweg ein und der Händler bringt uns halt sehr viel Gold. Der bringt uns locker, ich schätze mal über den Daumen so vielleicht 8-9 Gold ein. Ernsthaft, das ist unfassbar viel. Dann schaut man da oben, wir haben Omnic plus 6. Dann würden wir viel schneller neue Dinge freischalten können. Oder wir kaufen halt einen Handwerker. Und wenn wir den Handwerker kaufen, hätten wir 3 Geländefelder schnell modernisiert und könnten das hier schneller bekommen, aber das sind nur 6 Runden. Ich denke, wir kaufen den Händler. Wenn wir den Händler bauen würden, würde er 11 Runden dauern. Ja, wir lassen den Handwerker tatsächlich weg. Ich weiß, manche von euch werden aufschreien, weil für euch gilt, Handwerker ist so das A und O. Aber ich finde das so am klügsten. Wir lassen... oder der Schrein halt, wegen der Religion. Da müssen wir aber noch eine Weile sparen. Also der Händler bringt... wisst ihr was, wir kaufen den Händler, dann kriegen wir auch schneller Gold und dann bekommen wir den Schrein auch nicht so viel später. Unter der Voraussetzung, dass der uns nicht kaputt gemacht wird, der Händler. Wir würden hier runterziehen, aber wir kommen nicht durch bis Jerewan, schaut mal. Da fehlt, da ist keine durchgehende Verbindung. Da können wir nicht starten. Das ist aber blöd. Wir haben keine Quest im Augenblick. Nee. Hier eine Quest nach Mohenjo-Daro. Das ist die Handelsweg-Quest, ne? Genau. Da könnten wir hinziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15 dürfen es maximal sein. Wäre erreichbar. Aber wenn Barbaren kommen, kann der Händler ganz schnell geplündert sein. Da hat er uns nichts gebracht. Boah, ist das eine schwere Entscheidung. Ich neige im Augenblick dazu, das hier oben nicht platt zu machen, runterzulaufen, den Händler zu beschützen und ihn hier zu kaufen. Irgendeine Entscheidung muss man ja treffen, wir machen das jetzt mal. Wir kaufen jetzt den Händler. Und benutzen den erstmal, um den Händler zu beschützen.
verzichten darauf, das hier oben alles platt zu machen. Ich weiß nicht, ob es eine kluge Entscheidung ist. Hier ist eine Hügelkette. Da können wir schlecht drüber gucken im Moment. Ja, und unseren Händler, wir haben nur einen Weg. Plus 9. Habe ich ja ganz gut geschätzt. 3 Gold von Bezirken in Mohenjo-Daro. Faustregel bei Civ 6. Je mehr Bezirke es gibt in einer Zielstadt oder je attraktiver die ist, das macht sich vor allem an den Bezirken fest, desto mehr Gold gibt es oder andere Erträge. Und die plus 6, das sind unsere Boni, die wir bekommen als Mali. Denn wir haben ja beim Handel, bei internationalen Handelsrouten gilt, dass wir plus 1 Gold bekommen für jedes flache Wüstenfeld in unserer Stadt, in der die Handelsroute startet. Wir haben hier ein flaches Wüstenfeld, 1, 2, 3, 4, 5 und hier auch 6. Deshalb bekommen wir 6 Gold drauf, also 9 Gold jetzt mehr. Das heißt statt 6 jetzt 15, das ist heftig, das ist etwa 2,5 mal so viel. Also wenn wir es schaffen, den zu beschützen, jetzt haben wir noch das Heurika für die Währung bekommen, dann war das wahrscheinlich wirklich die bessere Entscheidung, als den Schrein zu kaufen. Irgendwo ist eine starke Flussüberschwemmung. Autsch. Stadtschattquest abgeschlossen. Ein weiterer Gesandter, der uns hier übrigens auch nochmal 2 Kultur bringt. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier das frühe Reich schneller freigeschaltet haben. Mhm. Das wiederum bedeutet, dass wir früher Siedler bauen können mit... Oh, wir haben in beiden hier schon 2 Gesandte. Das ist echt cool. Die plus 50% Produktion bei Siedlerkarte, die kommt ja dann bald. Ah, da kommt ein... Hier ist anscheinend ein barbarisches Camp irgendwo. Wir weichen dem mal aus. Mhm. Hier scheint die Wüste aufzuhören. Hier geht es in Ebene über. Er zieht oben lang, zieht auch eine Straße. Das finde ich auch gut, dass er eine Straße zieht, weil wir wollen hier überall Städte gründen. Der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. So, jetzt freigeschaltet. Kornspeicher ist für uns relativ egal. Hatten wir deshalb gemacht, weil wir halt hierhin wollen. Bonus ist jetzt eingerichtet. Boost ist da für die Währung. Damit für die, ich glaube, das heißt die, ich bin mir aber nicht sicher, Suguba, unser Handelszentrum, unsere Mali-Variante davon. Überschrift, wir haben noch keine andere Ziff getroffen, aber das wird doch nicht ewig dauern. Sobald wir die haben, haben wir hier auch einen Boost für die Schrift. Ich gehe mal weiter auf die Schrift und wir gucken mal. Eventuell pokern wir auch und sagen, wir erforschen die, sagen wir mal, bis 7 Runden und gehen dann erstmal weiter in den Bergbau und hoffen, dass wir mal endlich eine andere Ziff kennenlernen. Das ist ja auch komisch, dass wir die immer noch nicht haben. Jetzt kann ich aber doch der Versuchung nicht widerstehen und gehe mal bis kurz hier rechts mal gucken, wie es hier aussieht. Ist das ein Fluss oder ein Meer? Das ist Fluss. Mhm. Willkommener Regen, die Dürre endet. Werden wir angegriffen? Nein. Die Barbaren greifen stattdessen den Stadtstaat an und gehen dabei fast drauf. Das sieht gut aus hier. 5 Bürger ja. 16 Runden noch bis zum 6. Bürger. Das dauert leider zu lang für das frühe Reich hier. Und also ja, sieht so aus, als würde der Händler durchkommen. Hoppla. Ein Wunder wurde fertiggestellt und nicht von uns. Stonehenge. Wie von mir prophezeit, Stonehenge, eines der ersten beliebtesten Weltwunder der KI. Wie sieht es aus mit den Religionen? Immer noch keine gegründet. In Kürze, die haben jetzt einen Gratis-Propheten, der dann dort in Stonehenge seine Religion gründen wird. Wird die erste da sein. Wir setzen mit ihm mal eine Runde aus. Dann hält er uns noch ein bisschen. Nochmal.
gleich einmal das Monument fertig. Dann wachsen endlich die Grenzen von Große Wiege schneller, weil wir mehr Kultur hier produzieren. Für die Grenzerweiterung ist die Kultur ja verantwortlich, die in der Stadt erzeugt wird. Jetzt sind es 6,2. Das Monument bringt doch einiges. So, was bauen wir jetzt? 102 Gold. Schreien, bauen oder kaufen. Handwerker, immer noch im Hinterkopf. Händler geht nicht, wir haben keine weitere Handelsroute. Campus werden wir wahrscheinlich in acht Runden bauen. Werden wir nicht bauen, wir werden wahrscheinlich, kann ich mir schlecht vorstellen. Wenn wir den Schrein bauen, dauert er 17 Runden. Mann, wir produzieren 14 Gold pro Runde. Das heißt, der Schrein, der 280 Gold kostet, es fehlen uns jetzt 180. 180 Gold fehlen uns, das sind über den Daumen, sagen wir mal 13 Runden über den Daumen. Dann werden wir den Schrein kaufen können. Wenn wir ihn bauen würden, bräuchten wir 17. Wenn wir einen Handwerker kaufen würden, den kriegen wir früher. Den Handwerker bauen. Siedler. Die Siedlerkarte werden wir haben in 7 Runden. Wir sollten in 7 Runden können wir mit der Siedlerkarte Siedler schneller bauen. Am besten bauen wir jetzt irgendwas, was in genau 7 Runden fertig ist. Es könnte ein Speer sein. Wir haben bislang kaum Barbaren entdeckt. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kommt der Speer durch. Wir haben ja im Augenblick die... Ich bin eigentlich dagegen, sowas zu machen, auf Gottheit Speer zu bauen. Aber wir hatten bislang wenig Begegnung mit Barbaren unterm Strich. Und wir haben ja die Politikkarte plus 5 Kampfstärke. Vielleicht machen wir es ja doch. Dass wir einen Speer einsetzen und die Karte aufdecken. Sollen wir es machen? So. Sollen wir den hier weiter beobachten? Ich laufe dem mal ein bisschen vor. Und gehe mal hier weiter forschen. So, weiteres Feld dazu bekommen. Sumpffeld, sehr, sehr spannend, ja, gern. Nahrung haben wir eigentlich genug, können wir vielleicht aber irgendwann mal umwandeln. Bürger haben alle was zu tun. Der Händler kommt durch. Ja, warum nicht? Ziehen mal durch und gucken mal, was hier liegt. Der kommt einmal hin, gleich einmal zurück. Zieht die Straße. Antike endet in 10 Runden. Wie sieht es denn aus bei uns mit dem Zeitalter? Fortschritt. 12 Punkte haben wir. Normales Zeitalter werden wir haben. Ein dunkles wird uns nicht ereilen, obwohl ich das gar nicht so furchtbar schlimm fände. Zu Beginn, denn dunkles Zeitalter hatte den Nachteil, dass man sehr wenig Loyalitätsdruck ausüben kann auf benachbarte Staaten und die einen stark bedrängen können. Die Bürger könnten gegen einen rebellieren, aber wir haben ja im Augenblick ja quasi keine Nachbarn. Deshalb macht das nicht so viel aus und ein dunkles Zeitalter hat wiederum den Vorteil, wenn man es dann schafft, in ein goldenes zu kommen, dass das sogar ein Heldenzeitalter dann ist, man gleich drei Karten auf einmal bekommt. Das kann sogar cool sein, aber normales werden wir jetzt auf jeden Fall haben. Und ich gucke uns nicht in die Statistik rein, um uns zu zeigen, wo wir überall zurückliegen. Das ist auf Gottheit. Das sagt gar nicht. Das sagt nichts aus, Leute. Ernsthaft. Natürlich hinken wir überall hinterher. Katastrophal sogar. Oh. Ein weiterer Stadtstaat. Granada. Ausrichtungsbonus. Quest. Wir müssen das Heurika für die Steinmetzkunst aus. Lösen. Hier in Granada ist aber bereits eine andere Ziff bekannt. Beeinflusst durch einen unbekannten Spieler. Irgendwo ist ein KI-Konkurrent hier in der Nähe, den wir immer noch nicht kennen. Granada hat als Suzerain-Bonus
dass man eine spezielle Modernisierung machen kann. Alcazar heißt die. Unten ist erklärt, was sie bringt. Plus 2 Kultur und Wissenschaft in Höhe der Hälfte der Anziehungskraft des Geländefeldes und verschiedene andere Reihen noch. Ganz kompliziert, diese Alcazar-Modernisierung. Also wir wissen jetzt schon, was wir vorher auch schon wussten, es gibt KI-Konkurrenten, große KI-Konkurrenten. Wir wissen jetzt, einer ist irgendwo in der Nähe. Wir haben erstaunlicherweise immer noch keinen getroffen. Bei der Schrift hier, die haben wir gleich fertig erforscht. Wir haben echt das Problem vor der Brust. Sollen wir darauf spekulieren, dass wir jetzt endlich mal eine kennenlernen? Sollen wir stattdessen jetzt erstmal den Bergbau weiter erforschen? Oder sollen wir sagen, nee, wir ziehen das durch, wir wollen die Währung haben, wir wollen die Suguba bauen können? Fragen über Fragen. Vielleicht gehen wir mit dem Speer schneller jetzt die neuen Ziffs finden. Fragen über Fragen, Antworten dann ab der nächsten Folge. Auch die nächste Folge, die dritte dieses Let's Plays, wird nochmal als Premiere auf YouTube zu sehen sein am 5. Mai um 21.30 Uhr. Am selben Tag dann um 22 Uhr die obligatorische tägliche Videopremiere meiner Reihe Gute Nacht mit Anno und WB, die ich euch allen sehr ans Herz lege. Das ist meine persönliche Lieblingsreihe auf YouTube. Die kommt mir persönlich, also die ich gestalte. Wobei die in jüngster Zeit, so seit ein paar Stunden, ein bisschen einen Konkurrenten hat. Denn ich muss ganz ehrlich sein, auch diese Reihe hier macht mir verdammt viel Spaß.